Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Division 2. Ja, ich habe ein bisschen weitergemacht. Ihr habt das Gefechtshaus immer noch nicht eingenommen? Ich habe nämlich hier so ein paar Kontrollpunkte gemacht, beziehungsweise hauptsächlich SHD-Behälter gesammelt. Hier noch nicht, aber hier habe ich auch noch welche gesammelt. Und dabei habe ich einen Nebeneinsatz bekommen. Den habe ich noch nicht gemacht, aber das machen wir jetzt gemeinsam. Ihr habt das Gefechtshaus immer noch nicht eingenommen? Wieso nicht? Die Leute da sind bewaffnet. Ihr doch auch. Stürmt einfach rein und bringt es hinter euch. Okay. Du hast mein Wort. Gut. Genau das wollte ich hören. Outcasts haben das Gewächshaus an der Constitution Avenue Northwest gestürmt. Die zivile Miliz ist in der Unterzahl und braucht dringend Hilfe. Machen wir. Nachschubkonvoi in der Nähe. Ja, unterdessen haben wir noch ein Level gemacht. Wir sind jetzt Level 27. Also ihr habt nichts verpasst von der Story oder sonst was, wir haben wirklich nur SHD, oder ich habe wirklich nur SHD-Dinger gemacht. Eher langweilig. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Aber sollte man ja trotzdem mal mitmachen. Trinkwasser in der Nähe. Ja, wichtig sein. Und Nachschublieferung erkannt. Das tut uns ganz gut, wenn wir nebenbei ein bisschen mal leveln. Weil dann können wir später nämlich alles in einem Zug durchspielen. So, dann schauen wir mal. Da hinten ist eine Nachschublieferung. Ich weiß nicht, ob wir die machen wollen. Nee, eigentlich eher nicht. Nee, wir konzentrieren uns richtig aufs Gewächshaus. Gewächshausgemeinschaft in 26, 25, 24, 21, 19, 18, 17. Wait, what? Agent, zivile Miliz kämpft im Gewächshaus an der Constitution Avenue gegen Outcast. Es sieht nicht gut aus. Sehen Sie mal nach, Agent. Es klingt, als bräuchten Sie unsere Hilfe. Ja, habe ich gesehen. Moin. Hey, Moment, Sie sind von der Division. Richtig. Outcasts haben unser Gewächshaus überrannt und das Bewässerungssystem lahmgelegt. Können Sie uns helfen? Ja. Tun Sie, was Sie können, um Ihnen zu helfen. Ist ja doof im Bewässerungssystem. Das wäre ja wichtig. Oh, ist das dunkel. So, hier haben wir schon mal eine Kiste. Was ist da drin? Irgendwas. Schrauben. So. Moin. Wer hat denn hier da Wasser abgestellt? Du? Oh nee, hätte ich mal lieber nicht machen können. Ich glaube, ich habe was vergessen anzustellen. Für euch ist das bestimmt jetzt auch sehr laut. Ich stelle das sofort wieder zurück. Okay. Oh. Komm. Bewässerungssystem analysiert. Defekt erkannt. Reparieren Sie das Bewässerungssystem, sonst hat dieses Gewächshaus ausgedient. Eben wieder zurück von der Lautstärke her, weil ich habe nämlich was. Ich habe nämlich was geguckt. Zack. So, jetzt ist es für euch auch wieder ein bisschen angenehmer von der Lautstärke her. Jetzt ist es nämlich so wie immer. Ich habe nämlich was geguckt und habe es dann nämlich ein bisschen lauter gestellt, weil ich es nämlich unbedingt, ja, geil laut hören wollte. Bewässerungssystem beschädigt. Vielleicht muss das Bewässerungssystem neu kalibriert werden. Das kann sein, ja. Dann gehen wir mal hin. Warte. Ach, danke. Drohne! Da! Heute stirbst du! Stopp nicht. So, was haben wir denn da schönes? Bestimmt irgendein Schlüssel oder so ein Quatsch, ne? Gleitgel.
Wait, what? So, dann gucken wir mal. Hey, das ist ja gar nichts. Oh. Nieder mit dem System! Hat mir der Wiss! Oh, wow. So, was ist denn hier passiert? Das ist das Bewässerungssystem? Bewässerungssystem beschädigt. Warum überrascht mich das nicht? Mhm. Ja. Was soll das denn hier bewässern? Okay, vielleicht sollte ich nicht fragen, was das hier bewässern sollte. Schön. So, wo ist er hier? Hey, what? Müssen wir nach unten? Ach. Bewässerungssystem beschädigt. Bitte Überdruck ablassen. Boah, können Sie es irgendwie stabilisieren? Na klar. Agent, die Miliz, die Straße bewacht hat, wurde überrannt. Outcasts kommen auf Sie zu. Okay, kümmern Sie sich erstmal um die Outcasts. Wow. Die Schöpfer des grünen Gelds, wie du mir stirbst. Ihr zahlt für eure Verbrechen. Habe ich mir fast gedacht. Du aber auch. Hab ich hier da? Oh, warte. Schaltet das Licht aus! Oh, oh. Aha. Gott, der hat nichts hinterlassen. Oh, das ist aber echt. Echt mager. Aber gut. Dann ist dem so. Da können wir nichts mehr machen. Gehen wir mal Druck ablassen. Wasserdruck stabilisiert sich. Sie geben den guten Klempner ab, Agent. Gesichert. What? Jetzt, wo die Outcasts vertrieben sind und das Bewässerungssystem wieder funktioniert, sollten die Leute hier wieder alleine klarkommen. So, Arsch. Bin doch kein Klempner. So, bitteschön. Wo seid ihr? Wow, die sind schon weg. Schön, das war der Nebeneinsatz. Jetzt können wir mal in die Richtung dieses... Ich würde sagen, wir gehen zu dem Haupt...
zu dem Safehouse. Warte mal, wir gehen aber hier hin und von da aus zum Safehouse. Und ja, dann können wir uns gucken, dann können wir uns vielleicht schon mal positionieren für die nächste Quest, die dann kommt. Müssen wir mal gucken, welche wir machen, ob wir eine Hauptquest machen oder eine Nebenquest machen. Auf jeden Fall geht's erstmal zum Safehouse. Irgendwas riecht entzückend ekelhaft. Ah ja. Ah ja. Ich bin's nicht. Ich war duschen. So. Dann gehen wir mal. Ist da gerade die Tür zugegangen von dem Auto? Nachschubkonvoi erkannt. Lol, und ich dachte, das wäre ein Feind, der da oben drauf steht. Aber nein, das ist ein Freund. Moin. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Okay. Das sind Bauernweisheiten der alten Schule, die die Ureinwohner den Pilgerfeldern beigebracht haben. Und jetzt benutzen wir dasselbe Wissen, um unsere Community am Leben zu erhalten und... Uns geht es blendend. Wir blühen geradezu auf und können uns selbst versorgen. All das wegen des Wissens, das von den ursprünglichen Bewohnern dieser Welt überliefert. Sicherer Bereich betreten. Wait, what? Ah, da oben. Sieht aus, als hätte ein Division Agent seine Arbeit mit nach Hause genommen, wortwörtlich. Und er hat ihnen reichlich Material hier gelassen. Bedanken Sie sich schön. Ja, danke. Na danke. So, hier haben wir eine ganze Menge Zeug. Aber das wissen wir ja. So. Laufwerk viel Glück da draußen, Agent. Shaytech-Behälter erkannt. Okay. Das, was wir noch machen können, ist... Ah ne, warte mal. Dafür müssen wir in die Kiste aufs Lagerdock zugreifen, ne? Ich würde gerne Sachen einlagern. Inventar. So, warte mal. Ins Lager legen. F. 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 Mal die ganzen gelben Sachen ins Lager legen. Der Rest ist mir egal, ne? Wenn wir Schrott zerlegen. Uff. So. Verbündeter Kontrollpunkt. Auf Kopfgeldeinsätze. Stimmt. Das wollten wir eigentlich machen, ne? Haben wir beim letzten Mal gesagt. Das ist eher uncool. Beste Ausrüstung. Also ich bin ja... Ich meine, klar, da gibt es bestimmt auch coole. Aber ich bin eher ein Fan von Waffen, bin ich ehrlicherweise, ne? Das ist eine Maschinenpistole immerhin. Okay, so toll sind die heute nicht. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Spielersuche brauchen wir nicht. Können wir hier mit interagieren? Nee, können wir nicht. Okay, da ist der Ausgang. Schauen wir mal. Was ist los? Es ist übel. Die Outcasts planen einen Angriff auf das historische Viertel. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sowas passieren würde. Sag den Bewohnern, sie sollen zu uns kommen. Hier können wir sie beschützen. Sie werden nicht hören. Nicht auf mich. Dann sollen wir einfach die Daumen drücken und hoffen, dass sie es rausschaffen? Wir tun, was wir können. Aber wir müssen die Division um Hilfe bitten. Okay. Das ist Haupteinsatz. Okay, ich glaube, wir nehmen noch den Kontrollpunkt da vorne ein. Und dann sind wir nämlich nicht so weit weg von beidem. Einmal von der Nebenmission und einmal von der Hauptmission. Dann wäre das schon nicht schlecht. Überwuchs. Der Kontrollpunkt heißt Überwuchs. Verstärkung trifft ein.
Vorsicht. Oh wait, what? Den müssen wir zuerst tot machen. Okay. So, und dann können wir mit denen kämpfen. Tragbares Gerät erkannt. Aber jetzt dummerweise alles übereinander, weil die gehörten hier eigentlich gar nicht zu, der Typi. Wo denn? Wer denn? Ja, besser ist es. Sind wir hier relativ viele, oder? Oh, ich werde mich trotzdem heilen. Geht nicht. Schnell, das ist der Magazin. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Himmel, der nächste Verlust. Ah, come on. Komm her. Alles gut. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ich habe ein Problem. Keine Sorge, ich passe auf. Gefunden. Hier ist jemand. Wie soll ich von hier etwas treffen? Boah. Ja, wir müssen uns zurückziehen. Das gewinnen wir. Ich kriege ihn. Sie wollen mich erledigen. Guter Schuss. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Wait, von da? Kann sie von hier aus nicht treffen? Da hab ich. Oh, das ging jetzt doch um einiges. Puh, so, wo ist jetzt hier der Kontrollraum? Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Willkommen. Da wir oben. Haben uns wirklich gerettet. Jawoll! Interessantes Objekt entdeckt. Schön, ich will aber nach oben. Vorwärts, alles durch. Danke für Ihr Kommen. Wir müssen die Leiter Hilfe nutzen. Dumm, 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 dumm. Ah, okay, das ist also ein Vorratsraum. Okay. Fangen wir hier an. Aha, Knie schon. Agent fordert Verstärkung an.
Eine Waffe. Eine SCOM M1A. Hey, gucken wir mal eben nach. 6000 Schaden. Es ist aber eine Art Sniperwaffe. Hat ja nur 10 Schuss. Tja, hast du Pech. Hast du Pech. Hier, das nehmen wir noch mit. So, es sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt gehen wir zumindest mal in die Richtung. Das holen wir beim letzten Mal, oder beim nächsten Mal hören wir uns das genau an. Was da passiert und so weiter. Aber wir laufen zumindest mal in die Richtung. Es könnte nämlich sein, dass es nämlich ein bisschen länger dauert. Weil es ja eine Hauptmission ist. Hauptmissionen dauern in der Regel immer etwas länger. Scheiße, da mische ich mich nicht mehr ein. Scheiße, ich komme nicht dran vorbei. Tut irgendwas. Oh wait, what? Warte mal, das sind die Freunde. Der Ficker hat ihn erwischt. Bitte? Fuck, ich sehe nichts. Der Ficker hat wen erwischt. Ist ja wohl nicht dein Ernst. Damit hast du nicht gerechnet. Oh wow. Komm nicht dran. Damit. Oh no. Versteck dich damit direkt drin. Mann, ich muss kurz nachladen. Okay. Nächster. Danke. Ja, das looten wir uns doch noch, oder? Na klar, looten wir das. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir den Regierungsbunker. Und ja, bis dann. Ciao.